Puh. Okay. So. Jetzt wird uns hier dieses Ding erklärt, das linke Menü. Es gibt 5 Hauptgruppen hier oben. Einmal Regierung. Dann Wirtschaft, dann Militär, dann Provinz. Da haben wir einige Provinzen. Und die... Achso, und Foreign Affairs. Hm. Ah, okay. Und dann, und hier kann ich was, bei der letzten kann ich nur was machen, wenn ich eine andere Provinz anklicke. Also, jetzt habe ich etwas angeklickt außerhalb unseres Landes. Ich kann mal so ein bisschen rauszoomen. Dann sieht man auch, dass hier sehr schöne 3D-Grafik und so im Hintergrund am Start ist. Katowice kann ich auch mal. Und dann wird mir hier etwas über die unsere Nachbarn angezeigt quasi. So, und auf der rechten Seite gibt es auch noch verschiedene Map-Modi, also Karten-Einstellungen, Einheiten, Spione, Gebäude, Details, Namen, Gelände, Regionen, Beziehungen, Wirtschaft, Kulturen und vor allem mehr. Kann mir dann hier pro Provinz auch die verschiedenen Dinge anzeigen lassen. Provinzunzufriedenheit, Punkte, Chance auf Rebellion in einer Provinz, aber vor allem dann auch solche Sachen wie Kriegstreiber, Anzahl der Provinzeinheiten, Kriegsverluste, Militarismus, Arbeitslosigkeit, persönliche Kontrolle, Aktionspunkte. Um Gottes Willen. Was haben wir uns da nur ausgedacht? Tja. So, jetzt geht's schon zur ersten Aufgabe. Den Korb füllen oder das Körbchen füllen. Das, worüber wir uns am meisten Gedanken und Sorgen machen müssen, ist Geld. Grün heißt gut, hier oben bei den Parametern. Ja? Und rot heißt schlecht. Also, wir sollten ein Auge auf unser monatliches Geldeinkommen legen. So, wir wollen nämlich nicht, dass wir bankrott gehen. Um sicherzustellen, dass wir sicher weitermachen können, sollten wir dafür sorgen, dass unser Geld wächst. Wir müssen dabei, um das zu machen, können wir die Steuern erhöhen? Und warten bis zum nächsten Monat. Hier. Steuersatz ist im Moment 27,33. Wir könnten die Steuern erhöhen. In diesem Bereich, in dem wir hier uns gerade befinden. Steuereinnahmen sind im Moment dann 1569. Und hier unten ist dann Steueranteil am BIP-Wachstum. Das wird natürlich dann größer. Unser BIP wächst aber ganz gut eigentlich. Oder wir können einen Kredit aufnehmen. Tja, was sollen wir machen, Romy? Hier oben können wir schulden. Wir haben 0 Schulden und 0 Zinskosten. Ist nicht sehr realistisch, aber so ist es. Ist ja auch nur ein Tutorial. Genieß den Moment. Genieß den Moment. Nach den letzten Wochen Democracy 4 finde ich wirklich, wir sollten das genießen. Ja. Nur kurz. Ich bin übrigens gegen Kreditaufnahme, weil ich noch gar keine Ahnung habe, was denn hier eigentlich die Rahmenbedingungen in unserem Land sind. Da würde ich noch nicht gleich einen Kredit aufnehmen wollen. Ja. Kann ich verstehen. Und so bleibt uns diese Option auch für später einfach noch. Ne? Stimmt. Also. Würde ich dann nämlich einfach mal... so, wir haben hier oben BIP-Wachstum plus 0,17% von Monat zu Monat. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist auch nicht nichts. Da würde ich sagen, wir können mal den Steuersatz hochsetzen, so auf, weiß nicht, 34 oder vielleicht noch ein Stück höher. Das war so gerade... Da noch. Das jetzt gerade ein Tutorial ist, würde ich sogar noch ein Stück höher gehen. Ein bisschen weiter unten ist ja dieses trauriges Smiley-Gesicht.
Unzufriedenheit wegen Steuerlast. Und solange keiner unzufrieden ist wegen der Steuern, würde ich es jetzt einfach mal machen. Alles klar. Einfach nur, um rauszufinden, wie es funktioniert. Okay, ja, dann haben wir die Steuern ganz bis an den Anschlag. 42,83. Höher kann ich nicht. Hier den Schieberegler. Da ist Ende. Mhm. Und dann, okay. Wir können sie ja wieder senken. Ja. Du hast deine erste Aufgabe angenommen. Du kannst deinen aktuellen Aufgaben folgen, indem du das Aufgabenfenster, Taskbinder, above the left panel. Ah ja, okay, hier. Filling the basket, also das Körbchen voll machen. Okay. Er wird zurückkehren, wenn unser Geld sich erhöht. Und hier sehen wir auch, das war eben irgendwie ein paar hundert und jetzt sind wir auf plus 2000. Das ist ja schon mal schön. Nun gut. So, und jetzt läuft hier die Zeit. Und ich bin jetzt mal... Ah, das ist die Statistik. Da werden wir hoffentlich auch gleich nochmal durchgeführt. Genau, also müssen wir jetzt einfach mal warten, quasi bis zum Ende des Monats, bis sich hier etwas tut. Ich mache jetzt nicht schneller, sondern ich mache mal kurz auf Pause. Etwas, was ich auch zeigen will, ist, wo ist denn das hier? Provinzen. Siegesbedingungen. Ah, okay, das ist auch das Tutorial, da kann man das noch nicht sehen. Also es gibt verschiedene Siegesbedingungen. Genau, hier ist ewiger Ruhm. Man kann halt normales Spiel gewinnen durch, dass man quasi die Weltherrschaft übernimmt oder dass man weltführend in Forschung und Technologie ist. Oder dass man große Allianzen schmiedet, dass man Friedensstifter ist. Das heißt also, es geht jetzt nicht wirklich darum, dass man so sich selbst irgendwie ideell etwas setzt. Man hat in diesem Spiel immer 100 Jahre Zeit und dann kann man halt verschiedene Siegesbedingungen quasi verfolgen und gucken. Naja, also ich meine, bei Technologie und Forschung muss man halt relativ früh anfangen und man kann halt auch nicht erst nach der Hälfte der Zeit, man muss halt auch schon auf ein bestimmtes Gewinnszenario hinarbeiten bei den meisten Sachen, würde ich jetzt einfach sagen, aber das ist das Faszinierende hier dran, also wir können halt einfach mal anfangen und quasi nach unseren Idealen versuchen, einen Start zu gestalten, was ich jetzt, wenn wir das Tutorial hinter uns haben, auch machen wollen würde. Und dann schauen wir mal, in welche Siegesbedingungen uns das bringt. Also und was uns dann das Spiel so alles vor die Füße wirft. Ich bin sehr gespannt. Und da ja irgendwie dieses Spiel ja gar keinen demokratischen Ansatz hat, weil man entscheidet ja wieder alles selbst, finde ich es total schön, dass ihr auch dabei seid und ihr im Chat hoffentlich regel mitdiskutiert, damit wir richtige Entscheidungen treffen. Oh, okay. Das wäre toll. Weitere Hilfe. Wenn du weitere Hilfe brauchst, suche das Fragezeichen. Okay. Hier gibt es Fragezeichen, da werden einem Sachen erklärt, tatsächlich auch auf Deutsch. Ergebnisse informieren Sie über wichtige Geschehnisse, die in Ihrem Land oder in der Welt betreffen. Sie müssen sich für eine der Auswahlmöglichkeiten entscheiden, um auf das Ergebnis zu reagieren. Die zur Verfügung stehenden Optionen bewirken oft vorübergehende Effekte auf Sie oder andere. Die Effekte, die eine Auswahl auf ein anderes, Land hat, werden in Form einer Zahl neben ihm dargestellt. Diese Zahl hängt wiederum mit den Gruppen auf der rechten Seite des Fensters zusammen. Der Effekt betrifft alle Länder, Provinzen aus dieser Gruppe. Okay, also wir haben immer hier einen Tooltip, der uns weiterhilft. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Okay, und hier kann ich jetzt nur nun gut anklicken. Nun gut. So, volles Körbchen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben erfolgreich unser Körbchen gefüllt. Jetzt wollen wir über das Bruttoinlandsprodukt-Parameter sprechen. Du kannst es in der Finanzsektion unter Wirtschaft
finden. Ah, hier. Also hier gibt es, hier oben sind die Oberkategorien und hier links habe ich dann pro Seite auch nochmal Finanzen und hier wird mir das BIP angezeigt, 575, was das genau ist, weiß ich nicht, aber BIP Wachstum 0,17, das ist schön. Ja, hohe Steuern werden nicht nur die Bürger deines Staates verärgern, sie werden auch das Wachstum einschränken, weil dann Unternehmer weniger Geld haben, um zu investieren. Am Ende jedes Monats am Ende jedes Monats wird der Faktor BIP Wachstum das BIP all deiner Provinzen unter deiner Kontrolle erhöhen. Okay. Deswegen ist es wichtig, dass man die Besteuerung und so abstimmt, dass das nicht zu viel wird. Und die Wirtschaft wachsen kann. Habe ich das jetzt einfach mal so grob übersetzt? Arbeitslosigkeitswachstum 0%, Arbeitslosenquote 3%. Das ist doch schon mal super. Und Weltwirtschaftswachstum 0,05% und unser BIP wächst um 0,17. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Können wir irgendwas tun? Also was von den Dingen, die wir tun, beeinflusst denn dieses Bruttoinlandsprodukt? Weißt du das? Ja, also die Steuern haben das hier jetzt eben schon beeinflusst. Genau, aber gibt es irgendwas, was wir tun können, um die Wirtschaft auch zu fördern? Momentan haben wir ja... Okay. Das kommt jetzt gleich. Also das ist jetzt der nächste Schritt, auf den er uns vorbereitet. Ich habe es ja schon einmal gemacht. So, und jetzt hier. Dass das Bruttoinlandsprodukt wächst, hängt größtenteils oder schwer hängt das von Projekten ab, die das ist unsere quasi Gesetze und auch die Technologien unseres Landes. Projekte gibt es in den Projektdetails. Hier unten Aktionspunkte. Ne, ich bin noch da drauf. Moment. Left Panel. Okay. Politik. Ah, das hier ist, bevor wir jetzt hier weitermachen, das hier ist, du hast es eben schon gesagt, das hier ist keine richtige Demokratie. Ist total spannend, wie das hier gemessen wird in diesem Spiel. Politisches System. Wir sind im Moment im Autoritarismus gelandet. Mhm. Und das ist halt knapp über der Demokratie. Es gibt eine Punktzahl quasi. Wir sind bei 33. Bis 30 zählt das Land als Demokratie. Von 30 bis 60 ist es Autoritarismus und über 60 ist es Totalitarismus. Und das wird einfach gerechnet. Interventionismus, also wie sehr wir persönlich eingreifen, sind wir im Moment bei 9 mit unseren bisherigen Entscheidungen. Die haben wir jetzt, die sind vorbereitet im Tutorial, so. Ne? Dann persönliche Kontrolle, da haben wir im Moment... da werden wir im Moment wachsen wegen bestimmter Sachen. Ah ja, genau, wir haben den Steuersatz erhöht. Und Militarismus, wie sehr wir vom Militär abhängen. Also so wird diese Zahl quasi zusammengerechnet und wir sind gerade ein klein wenig über der Demokratie in einem Autoritarismus gelandet. Also das ist ganz spannend, wie das dargestellt ist, das Polen von 2021. Ich weiß nicht, ob das ein interessanter Seitenhieb ist. Das weiß ich auch nicht. Was ich ganz spannend finde, ist diese Aufteilung. Es gibt ja unterschiedliche Varianten, wie man Demokratie messen kann. Aha. Und jetzt mache ich mal ohne Kanalpunkte quasi eine kurze Politikrunde.
Und eine Variante davon, wie man das messen kann, ist der sogenannte Polity Index. Also geht es also um den Wettbewerb um Regierungsmacht. Inwieweit ist die Macht der Regierung eingeschränkt? Wie ist politische Partizipation gestaltet? Wie ist politische Beteiligung aufgebaut? Und dort wird eigentlich auf einer Skala von, ich meine 0 bis 10, unterschieden zwischen Demokratie und Autokratie. Also das sind die beiden Pole. Und es gibt natürlich auch, wie gesagt, noch andere Skalen, um das zu messen. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Autokratie dort in dieser Messung der gegensätzliche Pol zur Demokratie ist. Hier ist Autokratie in diesem Spiel quasi die Hälfte zum Totalitarismus. Ja. Also es widerspricht der Lehrmeinung, wie man normalerweise Sachen einordnet. Es widerspricht, ich weiß nicht, ob ich gleich so weit gehen würde, zu sagen, das widerspricht, weil es gibt super viele unterschiedliche Varianten, solche Dinge darzustellen, wie so ein Staat gestaltet ist. Mhm. Wenn man fragt, was ist Demokratie, ist es manchmal einfacher zu sagen, was ist Demokratie nicht. Und wenn du diese beiden Pole hast, Demokratie und Autoritarismus, dann hast du eine relativ klare Trennung. Und wenn du das dann auch noch von der Skala von 1 bis 10 machst, hast du da auch schon so ein paar Facetten drin. Und ab der Hälfte wird es dann schon schwierig, aber Demokratie ist nicht einfach da oder nicht da, sondern das ist immer so ein schleichender Prozess zwischen diesen Polen. Also ja. Ein Staat kann sich ja auch hin zu einer Demokratie entwickeln. Oder ein demokratischer Staat kann noch demokratischer werden. Mhm. In dieser Skala. Ja. Ich weiß gar nicht, kann ja mal gucken, ob ich das finde. Ja, also auf jeden Fall, hier unten gibt es Projekte, darauf weist er uns hin. Die Projekte, da haben wir im Moment keine, aber wir haben zwei freie Projektplätze, könnte man sagen. Mhm. Also, im Moment empfiehlt er uns, dass wir das Investment Flow Projekt starten, um unsere Bruttoinlandsprodukt Wachstum weiter zu beschleunigen. Das ist ein Folgeprojekt, das ein anderes Projekt vorher erfordert, den wirtschaftlichen Stimulus. Also wir sollen den wirtschaftlichen Stimulus und den Investmentflow-Projekte im finanziellen System im Peer irgendwo starten. Erweitern. Da. Hier oben. Freie Projektplätze. Ah ja, okay. Let's do this. Okay, also wir haben hier oben jetzt dass wir Projekte starten sollen. Erstmal diesen wirtschaftlichen Stimulus. Von hier. Ah, es geht jetzt schon weiter. Ah, und er hätte es fast vergessen. Wenn man wichtige Änderungen im politischen System macht, dann muss man auch das Parlament beachten. Und das haben wir jetzt hier. Wenn wir bestimmte Entscheidungen erfordern mehr als 50% Zustimmung von den Repräsentanten. Es gibt sehr starke Opposition gegen die Implementierung des ökonomischen Stimulus. Ich bin ziemlich sicher, dass die im Parlament uns lediglich testen. Ich denke, man sollte einige Telefonanrufe machen, um die Dinge auszubügeln. Man kann Lobbying klicken oder Beeinflussen klicken für jede Partei in der Sektion des Parlamentes. Und wenn eine Partei beeinflusst ist, werden sie eventuell für eine Zeit lang etwas zustimmen, wofür sie sonst nicht zustimmen würden.
Okay, und wir, unsere Aufgabe ist nun, wir sollen so viele Parteien beeinflussen, dass wir, dass sie uns zustimmen. Und wir kriegen anscheinend für diese Aufgabe Geld und Aktionspunkte. Okay. Also, ich bin und sehr gespannt, wie das beeinflussen kostet 500 und also 500 Aktionspunkte und 500 Geld. Also für Aktionspunkte haben wir viel mehr als Geld, aber ich beeinflusse jetzt mal. Okay, hier ändert sich an den Prozentzahlen nichts. Aber, ah, und das hält 3 Monate, könnte man sagen. So, und jetzt... Ich mach mal gerade auf Pause. So, wir sollen wirtschaftliche Impulse und Investitionsfluss sollen wir umsetzen. Und das machen wir hier in den Projektplätzen. Und da haben wir hier ist erstmal die wirtschaftlichen Impulse. Die können wir umsetzen ohne Probleme, solange unser Human Development Index, war das, ne? Also, das größer als 5 ist. Und die Effekte sind 0 plus 0,02 auf das Bruttoinlandsprodukt. Wachstum. Und politische Zustimmung ist 100%, weil wir haben die... wir haben die ganzen Parteien alle beeinflusst hier. Also führen wir das mal ein. So, das läuft jetzt und das wird sich füllen. Und dann erst, wenn das umgesetzt ist, können wir den Investitionsfluss überhaupt erst machen. Also müssen wir das ganze Ding ein wenig laufen lassen. Also hier läuft das um dieses Sechseck quasi dann rum. So, Benachrichtigungen. Hier können wir, wie hier oben das Panel aufgebaut ist, wir können es entweder einfach alles quer oder aus, das ist nicht empfohlen, oder dass wir es so aufteilen, dann gibt es hier eine Sektion Parlament, Außenwirkung und andere Sachen, also das dann also ein bisschen aufgeteilt, so finde ich das eigentlich auch schöner. Was hat denn hier gerade geblubbt? So. Ah! Ich hab gerade gesehen, der Horst hier hat Kanalpunkte ausgegeben, dann nehme ich doch gleich mal einen Schluck Wasser. Und das Strecken mache ich auch gleich, versprochen. Und du hast den Demokratieindex gefunden, Romy. Genau. Also das ist einer von den vielen unterschiedlichen von den verschiedenen Möglichkeiten, das darzustellen. Und Horstli fragte nach der aktuellen Platzierung von Polen und ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Deswegen habe ich dann gedacht, ich gebe das mal rein. Also sie standen nicht gleich direkt oben. Ja. Hier sieht man jetzt, dieses Projekt läuft voll. Und jetzt ist es abgeschlossen. Hier, Projekt Wirtschaftliche Impulse wurde umgesetzt. Also, wir kriegen jetzt diesen Bonus. Jetzt wollte ich auf... So, und das ist jetzt genau das, wie das Tutorial weitergeht. Wir haben irgendwie wohl die Opposition ein wenig unterschätzt. Die existiert gegen das Investitionsflussprogramm. Sieht so aus, dass wenn wir alle beeinflussen, uns das nicht helfen wird. Unsere beste Hoffnung ist, dass wir dass wir quasi auf die nächste Wahl warten. Allerdings gibt es auch eine kleine Ausnahme. Wie wäre es denn mit ein bisschen autoritärer Machtdemonstration?
als ein Anführer hast du Zugriff auf verschiedenste Aktionen, die dir direkten Einfluss auf die Situation in unserem Land und auch im Ausland ermöglichen. Wir können Spionageaktionen machen, wir können Gegenspionageaktionen machen, diplomatische Aktionen, Kolonisationsaktionen, regionale Aktionen und Provinzaktionen. Und auf diese Provinzaktionen fokussieren wir uns now. Fokussieren wir uns jetzt. Rechtsklick auf deine Hauptstadt und wähle aus dem wähle das Provinz-Aktionsmenü. Wähle dort soziale Aktionen und dort sollen wir eine Anführerrede auswählen. Okay. Dieses Mal sorge dafür, dass die Opposition zum Investitionsflussprojekt zustimmt. Let's do this. So, dann machen wir mal gerade Pause. So, Warschau ist unsere, da ist unsere Hauptstadt und da machen wir Provinzaktion und gesellschaftliche Aktionen und wir sehen schon, es gibt hier sehr, sehr viel. Ansprache des Staatsoberhauptes. Propaganda können wir auch. Sozialgesetze. Ich glaube, wir müssen erstmal echt viel gucken. Also, Ansprache des Staatsoberhauptes. Provinz Unzufriedenheit, Warschau minus 10%. Das ist ja super. Und ich kann gar nicht. Ja, okay. Wenden Sie sich in einer herzerwärmenden Rede an Ihr Volk. Bestätigen. Okay, wir sind gerade noch auf Pause und jetzt wird quasi die Aktion durchgeführt. Erzählen wir auch irgendwas oder wissen nicht. Wir, was wir sagen? Nee. Aktion Ansprache des Staatsoberhaupts wurde erfolgreich in Provinz Warschau umgesetzt. Bestätigen. Okay. Auftrag abgeschlossen. Die Opposition ansprechen. Und jetzt der Effekt davon ist, dass wir das Projekt Investitionsfluss, also das ist quasi der Narrativ, das ist nicht eine Spielmechanik, sondern es ist jetzt quasi so, wir mussten da mal eine Rede halten und dann können wir überhaupt erst das Projekt umsetzen. Ich mach nochmal auf Pause. Oh. Okay, ja, wir haben das Projekt, den Auftrag, dass wir diesen wirtschaftlichen Stimulus umsetzen. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt machen wir mal auf Pause und jetzt müssen wir den Investitionsfluss. Achso, das implementieren wir bereits. Wirtschaft vorübergehend ankurbeln, nur im Tutorial. Okay, das ist jetzt schon passiert. Alles klar. So, jetzt warten wir mal ab, was als nächstes kommt. Erfolg! Großartig. Die Mehrheit der Repräsentanten haben ihre Meinung geändert über den über das Investitionsflussprojekt. Sie haben das Projekt bestätigt und in einer sofortigen Übernacht-Parlamentssitzung. Okay. Während einige Beobachter ungewöhnliche Aktivität bewaffneten Militärpatrouillen in der Nähe des Parlaments berichtet haben, scheinen das bin ich mir sicher, dass das nur total damit nichts zu tun habende nächtliche Übungen gewesen sind. Also es ist schon interessant, wie hier kommuniziert wird. Also es ist, ich glaube, es wird sehr, sehr viel simuliert, aber es wird auch alles irgendwie ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemacht. Weiß ich noch nicht, ob mir das so gut gefällt, dass das hier mit dem, das werden wahrscheinlich nur Übungen in der Nacht gewesen sein. Ob ich das die ganze Zeit, ob mir das nicht nach einer kurzen Zeit auf den Sack geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, wir könnten so einen Sport daraus machen, dass jedes Mal, wenn uns das auffällt, wir das sofort kommunizieren. Ja. Dann bleiben wir wahrscheinlich aufmerksam. Weil ansonsten
ist es im Raum, man überliest es und es nervt so ein bisschen, aber man reagiert halt irgendwie nicht drauf. Und es ist dann so ein Narrativ, der dann auf einmal stehen bleibt. Ja. Und insofern, lass uns das gerne einfach jedes Mal kommentieren, wenn Sachen anders sind, als wir sie vielleicht kennen oder die sich irgendwie komisch anfühlen. Hm. Ich hatte auch bei For the People das Gefühl, dass das gut so war. Ja. Darauf aufzuhören. Ja. Und Belana ist auch da. Hallo. Hey, Belana. Hallöchen. Und da gibt es auch direkt einen Schluck Wasser. Herzlichen Dank, Belana. Prost. Kanalpunkte hat sie ausgegeben. Kanalpunkte kriegt man einfach so hier durch Zugucken. Das will ich nochmal sagen für alle, die sich wundern. Die kriegt man einfach so fürs Zugucken und die kann man dann für so einen Spaß ausgeben, wie ich muss mir einen Schluck Wasser genehmigen oder halt, was Horst die eben gemacht hat, dass André sich streckt oder dass ich was über Physik erzähle oder irgendwas anderes. Wolfram Alpha, der Tipp von eben, wie man schön an Statistikdaten kommt, der war einfach umsonst. Ja. Genau. So funktioniert das hier. Und wir haben jetzt eine Community-Event-Herausforderung, der Abend mit Romy und André. Das haben wir abgeschlossen. Da werden wir uns auch demnächst was Neues überlegen. Also gebt nicht sofort all eure Kanalpunkte aus. Es wird demnächst wieder ein großes Community-Event geben, wo ihr dann auch Punkte reinbuttern könnt. Und da bin ich mal gespannt, wie schnell das dann geht zum nächsten. Ich habe schon die ein oder andere Idee, aber viel erzählen darüber will ich jetzt noch nicht. Aber Kanalpunkte sind immer umsonst, die kriegt man einfach nur, wenn man hier zuguckt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, das nochmal ganz deutlich zu sagen. So,